So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 113. Folge von Forza Horizon 3. Heute in einem, ja, sehr, sehr netten Wagen, nämlich quasi der neuen C-Klasse und diesmal als C63 AMG S, war halt, weiß ich, der neue C63 AMG und diesmal als S-Variante mit 510 Pferdchen, die hier vorne wüten. Aber leider ist es auch bei Mercedes angekommen, das Downsizing, das heißt weniger Hubraum. Jetzt auch Turbo aufgeladen, dafür war auch mehr Drehmoment, weniger Verbrauch und alles, bla bla bla. Dann auch bei Mercedes ist es so gegangen, der Vorgänger hatte nämlich einen wunderschönen 6,2 Liter V8 Saugmotor mit 507 PS als Black Series. Der hätte 3 PS mehr, aber diesmal nur noch ein 4 Liter V8 Biturbo. Aber der auch noch sehr, sehr geil ist und auch die neue C-Klasse, die sieht auch ziemlich geil aus. Gibt es ja hier, wie man sieht, als Coupé, gibt es aber auch als Tiermodell, also das ist bei Mercedes, das sind da die Kombis und als Limousine, wo die aber ziemlich ähnlich zur E-Klasse aussieht. Und auch hinten so eine kleine Carbonlippe und oh, das Heck, ne? Denn hier unten da die vier dicken AMG-Endrohre, das kann schon was. Also, der sieht schon böse aus. Ich fand den Black Series, den alten böse, ich meine, der heißt ja auch Black Series, das klingt schon so böse. Hier ist es halt nur normaler C63, also S-Variante, mit 510 PS, das ist ja quasi nichts. Der Wagen, oh, der sieht geil aus, ne? Aber ich glaube, da muss noch ein bisschen getunt werden, so ein kleines bisschen. Ja, ein bisschen geht noch. So, er ist natürlich immer sehr tiefer. Ich fand ja noch einen dicken Stern. Kann ruhig tiefer. Und dick ist auch wirklich gemeint, denn der Wagen wiegt nämlich in der Serie glatter 1,8 Tonnen. Das ist ganz schön viel. Deswegen ein bisschen weniger hätte ich gerne. 1,6 ist immer noch viel. Keine Frage, aber naja, ist schon mal ein wenig weniger. So. War natürlich wie bei Mercedes üblich ein 7-Gang-Getriebe, Doppelkupplung. So muss das. Kann gerne bei jedem sportlichen Auto da das Getriebe verfügbar sein. So, wir brauchen dicke Schlappen. Wir haben in der Serie hinten 285er. Das ist ja schon mal nicht gerade wenig. Aber, ach du Scheiße. Bigger is better. Deswegen knallen wir mal 345 drauf. Denn der Wagen soll auch nicht gerade langsam werden. Wie ich es geplant habe. Er soll schon gut Leistung haben. Ich denke mal, eine 7 soll da schon vorstehen. Also an erster Stelle natürlich. Vorne dicke Schlappen. So, bei den Felgen. Die sehen an sich jetzt, die AMG-Felgen, die sehen nicht so schlecht aus. Also, nein, das wollte ich nicht. Aber gibt auch bei dem Wagen deutlich schönere. Ist die Frage, welche? Weil bei dem Wagen Felgen zu finden, ich bin den Wagen auch schon mal gefahren. Auch schon nicht gerade wenig, aber für den Wagen Felgen zu finden, die wirklich gut aussehen, das ist echt schwer. Aber ich finde diese gerade hier irgendwie gut. Die ADV1, ADV15 Track Spec CS. Ich meine, irgendwie haben die auch was, ne? Aber irgendwie auch nicht. Irgendwie passen die? Ich meine, das sind dicke Felgen. Ja, also, ja. Irgendwie die ADV1 oder die passen irgendwie schon. Also jetzt nicht im Gold, das hat das nicht, aber an sich passen die schon irgendwie mega gut. Wir nehmen die erstmal. Und wer hätte gedacht, die Felgen, die können natürlich größer. Ich meine, das sind vorne 19 Zoller, das ist ja nix. Da gehen 20er rauf. Hinten genauso, da könnten sogar. Ja, obwohl. Da könnten vielleicht sogar noch 21er drauf, ja? Wer weiß. So. Vorzeilippe sieht bescheiden aus. Und hinten der Spoiler sieht scheiße aus. Und wir können auch die Lippe halt abmachen, die kleine Carbonlippe. Aber die können wir ruhig dran lassen, ne? Wer schadet da nicht. So, wechseln tun wir nichts. Wir bleiben schon im Heckantrieb. So gehört sich das. Wollte ich jetzt nicht. Aber da fehlt noch ein wenig Leistung. Aber erstmal die Schwungscheibe. Für ein bisschen weniger Gewicht. Und ja, wir haben hier eine Twin Turbos verbaut. Jetzt soll ich sagen, auf jeden Fall eine Auspuffanlage. Brauchen wir. Wir brauchen so vieles an dem Wagen. So, Turbos. Können wir aufladen. Uiuiuiui. Oh, das ist aber. Oh, gibt einen netten Schub. Also 1000 Newtonmeter, das wäre schon ziemlich geil. Wir können auch mal darauf hinarbeiten. Ja, ein bisschen kann auch ruhig reingehen in den Wagen. Dann nichts gegen, wenn er so ein wenig schneller ist. So,
Nockenwellen würde ich eigentlich nicht gerne reinbauen. So Hubraum. Haben wir eine Serie 4 Liter. Könnten aufbauen auf 4,5 Liter. Das lassen wir tatsächlich mal so. Ich auch nochmal einen dicken Ladeluftkühler. Ich weiß, der ist schwerer, aber gibt auch noch mal ein bisschen leisten Drehmoment. Und hier noch. Das reicht auch noch nicht. Ich will eigentlich keine Nockenwelle mehr machen. Ich will aber auch keinen Hubraum mehr machen eigentlich. Will die 4 Liter irgendwie so lassen. Also wir haben jetzt hier Ladeluftkühler, wir haben Öl und Kühlung, wir haben die Twin Turbos. Nochmal alles hier durch. Wir haben Kolben. Wir haben die Ventile vergessen. Ach, jetzt geht's wieder. So. 1000 Newtonmeter Drehmoment bei 543 km, also irgendwas zwischen 700 und 750 PS. Ja. Also eine 7 steht auf jeden Fall vor. Auch 1000 Newtonmeter. Das gefällt mir. Auch die Drehmomentkurve ist gar nicht mehr im Diagramm vollständig drin. Muss man auch erstmal schaffen. Schafft auch nicht jeder. So, bei den Reifen. Ach, wer braucht bessere Reifen? Da kann man drauf scheißen. Das lassen wir einfach mal so. Sind jetzt ungefähr Mitte S1. Hat haben auf jeden Fall ein richtig dickes Geschoss unter mir dann. Auch nur mit einem richtig fetten Sound. Zumindest in echt hört er sich brutal an. Also trotz auch wie Downsizing, der hört sich nicht schlechter an als der alte, finde ich. Ist auch nur mega brutal. Und bei der Farbe bin ich bei Mercedes ein bisschen unschlüssig. Wir haben so ein Silber, das sieht in Ordnung aus. Da haben wir hier ein Rot, das sieht wieder richtig geil aus. Das Blaue ist scheiße. Hier sind ein paar hellere Töne. Oh, obwohl das sieht geil aus, ne? Dann haben wir hier so ein Grau, was ich ziemlich geil finde. Noch ein dunkles, schwarz und ja, weiß. Das ist nicht so riesig die Auswahl. Wir können ja erstmal. Boah. Das ist bei dem Wagen echt schwer, eine gute Farbe zu finden. Ich meine, weiß sieht auch cool aus, keine Frage. Finde ich aber, eigentlich glaube ich, ein bisschen langweilig. Wir können erstmal das hier nehmen. So, die Felgen müssen auf jeden Fall dunkel. Oh ja, dann passt das aber richtig, richtig geil. Die Felgen kommen auch wirklich ein bisschen größer. So, Spiegel kann man nicht lackieren. Hat auch gerade, denke ich mal, ein Panoramadach. Finde ich ziemlich nett. Motor belassen wir so. Der Wagen ist auch breit, ey, meine Güte. Also mit Außenspiegel 2 Meter auf jeden Fall. Denke ich. Ohne, würde ich sagen, nein. Weil das ist schon echt breit, ohne Außenspiegel 2 Meter Karre. Aber mit denke ich mal schon. Der Wagen, ja, würde ich mir jetzt auch in echt so kaufen. Wenn ich das Geld hätte. Okay, man sieht nachts nicht viel. Gut. Wow, auch die Rücklichter da hinten, die sind zwar riesig, aber ich finde die irgendwie geil. So, mal einen kleinen Soundcheck machen. Jetzt hier im Stand. Alter. Das ist V8, Junge. So, aus dem Innenraum hier auch. Man sieht gar nicht viel, aber trotzdem ist ja, denke mal, mit ausgestattet. Rechts der Drehzahlmesser, links der Tacho geht bis, ich glaube, 330 muss er da stehen. Ob das reicht, weiß ich gar nicht. Im Serienmodell schon, aber jetzt so bei der getunten. Ist halt so eine Frage. Sieht schon mal böse. So, tiefer ist besser. Oh, geht noch ein bisschen was. Ist aber auch vergleichsweise hoch. Also für diese Verhältnisse hier, ne? An sich, der Wagen, der liegt natürlich nicht hoch. Aber jetzt so, naja. Zack. So. Gehen wir mal auf die Autobahn, ist auch gerade nachts, also perfekt, also wenig Verkehr. Gucken, was wir da so schaffen.
Ich würde sagen, ich fahre mal jetzt im Innenraum die Autobahn lang. Warum nicht? Wunderschön. Warum hier dieser, weiß ich, wie das Ding heißt, dieser Strich oben. Damit der Fahrer weiß, wann das Lenkrad gerade ist. So. Ja. So, jetzt zieht schon ordentlich. So, 270, 280. 92, bei den sechsten Schalten würde ich mal sagen. Hab schon mittlerweile 300 erreicht. Das geht munter weiter. Der Wagen denkt eigentlich gar nicht daran, überhaupt langsamer zu werden. So, 330 auch schon mittlerweile. Vielleicht auch die 340. Alter! Meine Fresse. Na, noch 350? Vielleicht jetzt noch bergunter? Ja. 50, 3, 54. Er ist nicht, aber ist ausreichend, denke ich mal. Kann man sich nicht beschweren. Ja, der Sittelgang kann auch ein bisschen länger. Einmal eine Stufe weiter geht noch. Auf jeden Fall. Aber marschiert schon mal ordentlich voran. Sound auch geil. Was denn aus diesen vier dicken Endtöpfen kommt, das ist einfach. Oh. So muss ich ein Auto anhören. Vielleicht hört man auch, was man hat. Danke fürs Reinfahren. Richtig dicken V8. Können wir so ein bisschen auch wieder Richtung Yarra Valley fahren, würde ich mal sagen. Das könnte ich mal eine Autobahn sein, ob wir langfahren. Oh, jojojojo. Das war ein wenig schnell mit 140. Alter, jedes Mal Feuer spucken muss. Macht er echt oft. Der Arsch geht auch ganz gut rum. Das gefällt mir auch wieder sehr. Weil es ist ein Mercedes. Wenn da nichts rumkommt, ist eigentlich irgendwas falsch. Zumindest bei einem AMG. Sollte eigentlich was rumkommen. Das ist auch, was ich jetzt ein CLA oder so A-Klasse mit den 2 Liter Vierzylinder, das nicht, aber bei so einem AMG V8 oder V12, da sollte der eigentlich herkommen. Zumindest bei Heckantrieb. Diese G-Klasse vielleicht nicht so. Die sollte eigentlich nicht querkommen. Mit Überraschung, aber naja. Boah. Böse. Alter. Jedes Mal am Feuer spucken. Aber wirklich jedes Mal. Das ist doch geil. Also, wir halten mal kurz an und suchen uns mal ein Rennen zum Fahren. Ich würde mal sagen, wir fahren heute Straßenrennen. Passt eigentlich ziemlich gut. Silver Sand Speedway. Das könnten. Ich kann aber hier das filtern und nur auf Straßenrennen. Von gibt es ja nicht so. Oh, das machen wir, glaube ich. Geht Richtung Outback. Für sie da, wo wir heute angefangen haben. So, den lasse ich mal vorbei. Das war gewollt. Einfach nur geil, die Kiste. Wirklich brutal geil. Sind wir auch schon. Straßenrennen, Flussufer. So, da bin ich jetzt wieder zurück bei einer anderen Strecke allerdings, denn die vorhin, die war ziemlich scheiße. Das, was ich da gemacht habe, das wollt ihr nicht sehen. Deswegen lieber jetzt eine andere Strecke, wenn ich besser sein sollte. Das wäre echt nicht geil. Komm. Grip, mein Freund. Warte, wenn er mal einen Grip hat. Danke, Corbett. Hallo. Dann geht er richtig ab. Das ist ein Mega-Speed angesagt. Okay.
Ja. War das nicht stylisch? Nee, ich weiß, gut. Was hat denn da vorne der Typ? Ah, eine Ferrari. Das ist schön. Aber der Mercedes ist hoffentlich schneller. So. Jetzt bin ich erster. Wird jetzt gerade schon deutlich angenehmer als im letzten Rennen. Aber die Strecke war wirklich nicht gerade geil. Ich habe gerade Probleme. Ich habe mich die KI auch leider sehr, sehr aufgeregt. Sind jetzt hier eine andere, noch viel bessere Strecke, finde ich. Alter, what the fuck? Das ist crazy. Ja gut, wenn ich auch gerade 300 gefahren bin. Also bei dem Wagen vergisst man echt, wie schnell man fährt. Denkst du, ja, so vielleicht fährst du so 220, 230 und fährst wieder 300. Das schaffen nicht viele Autos. Dass du nicht mal merkst, dass du so schnell fährst. So, wieder hier entscheiden. Der ballert auch nicht, der Mercedes. Auf jeden Fall eine Art von Auto, die ich sehr, sehr gerne mag. Erst die Frage, wer nicht. Mit einem Sahnedrift auf die Zielgerade. Und zack. Erster Platz. Der zweite war der Bentley. Nee, ein GTR? Echt? Dann hat der Bentley die gute Corvette, denn ST458 auf dem fünften gerutscht, nicht mehr schlecht. Vor allem der Delta S4 vor den beiden Corvettes. Ist irgendwie schon ein bisschen bitter, ne? An so einem Ding abgezogen zu werden. Naja. Erster Platz, so gefällt mir das. Standesgemäß, eine Mercedes. Gegenüber den anderen auch nicht unbedingt viel schlechteren Fabrikaten. Denk mal, von den Wagen, die ja alle mitgefahren sind, würde ich mir den Mercedes am liebsten holen. Halt auch unter der Bedingung, dass ich für alle das Geld hätte. Ich kann mir echt logischerweise keinen von denen leisten. So, ein Straßenrennen geht noch. Nehmen wir mal das hier. Goldmine zur Landstraße. Nicht weit, 5 Kilometer. Machen wir mal nach Cockpit, würde ich sagen. Weil die auch ziemlich geil aussieht. Mit den roten Nadeln. Bei der roten Umrandung des Dachos. Das kann schon was. Finde halt nur den Innenraum des Wagens nicht ganz 100%ig schick. Gibt schickere Autos. Aber ganz ehrlich, was so eine Karre fahren kann, ist dann, denke ich mal, auch der Innenraum relativ egal. Wichtig ist Leistung, Schnelligkeit, sowas, Sound, Aussehen, so von außen. Das ist ich die Innenausstattung nicht so übertrieben wichtig. Wäre es bei mir zumindest. Wie an sich bei einem Auto, jetzt auch um bezahlbare Autos geht, ist mir auch das Aussehen außen wichtiger als die Innenausstattung, wie die aussieht. Oder wie der Wagen ausgestattet ist. Das ist mir das Äußere deutlich wichtiger. Da. Ah, warte, hier ist noch so ein Kollege. Komm, den nehmen wir mal. MM4. Sogar der Horizon Edition. Oh. Bringt ja trotzdem nichts, Digga. Ja, der Stern zieht dich erstmal schön ab. So sieht es nämlich aus. Da fehlt noch ein Crash. Sonst passt das Rennen nicht. So zum Beispiel. Ich kann auch eigentlich ein Rennen beenden, ohne zu crashen. Ja, wo leben wir denn hier? So. Ja, aber ein Crash reicht nämlich auch pro Rennen. Mehr muss da nicht so unbedingt sein. So, zack. Wieder was gut Geld gemacht.
Weil wenn du diese Rennen aufmachst, dann bist du, glaube ich, wirklich ziemlich reich im Spiel. Kannst du dir einen Haufen Kohle mit verdienen. Zack. Ich liebe ihn. Einfach nur geil, die Karre. Der Matze da hinten auch. Wenn er gewinnen konnte beim Nachtduell, der ist auch geil. Was, ich meine, das ist eine fucking C-Klasse, aber auch ein AMG. Was will man mehr? Der Sieg ist noch schöner. Mal schauen. Das Rennen mag ich eigentlich auch ziemlich gerne, ist nicht so schwer. Der Ort hat Bergen auf jeden Fall sehr viel Speed, also einen guten Top-Speed. Da bin ich, glaube ich, hier mit dem Ding nicht so schlecht unterwegs. Kann man, glaube ich, mal machen, ne? So mit 3,50 oder was wir vorhin gefahren sind. Von Erfolg, ich weiß gar nicht, oder waren es nur 3,40? Es waren sogar, glaube ich, 354, kann das sein? Das sollte genug sein. Ich werde den Speed hier nicht ausfahren können, also ich werde diese 350 nicht schaffen, oder 54. Und immer so 3,30 ist vielleicht drin, ne? Naja, mal schauen. Der KGTR. Ja. Man hat Leistung. Man hat es, glaube ich, gesehen. So, letzter. Aktuell. Ja, gut. CRK. Geh mal weg hier. Was machst du denn da, mein Junge? Was machst du denn da? Also die Corvette da vorne. Geil gebremst, oder? Komm. Ja, guck mal, die geht doch voll klar. Fällt jetzt nicht wie ein Huracan oder so, wie so ein richtig geiler Lambo oder ein fetter Ferrari. Trotzdem. Fällt sich sehr angenehm. Für die Leistung, für über 700 PS. Klar, dass es hier kein Kinderspiel wird. Sondern schon, sich konzentrieren muss. Das muss man eigentlich immer beim Autofahren. Egal, welches Auto man fährt. Auch wenn der Wagen nur, ich sag mal, 100 PS hat. Es ist trotzdem sehr wichtig, sich gut zu konzentrieren. So. Das ist der Platz, der ist ja eine Blamage hier. Das Rennen ist ja noch nicht zu Ende, noch lange nicht. Ja, wenn ich weiter so viele Fehler mache, dann wird das Rennen noch länger. Glaub mir. Komm, Speed. Ich sehe das. Ah, guck mal, das kann ich noch ziemlich gut, ne? Zack. Den dicken Bentley überholen. Oder auch nicht. War nicht so gut, ich kann das Ferrari da vorne. Ja. Der Kurvenlage, die ist schon wirklich besser als meine. So einem dicken 509 GTO. Aber ja. Ich höre schon wieder auf. I'm too fast for you. Sorry, bro. Ja. Wait. Wait a minute. Hallo? Und diese A-Klassen, die sind überall. Ja. Der bremst verliert, mein Freund. Was kommt denn da von hinten? Ah. Komm, ist ja relativ. Er kommt dran, aber er reicht nicht. Seid ihr da mir? Oh ja, ein F1, ja gut, dass er rankommt, ist klar. Weil F1, da war ja damals in den Ende der 90er, oder Mitte 90er, der schnellste Wagen der Welt mit knapp 390 km/h. Wenn das der rankommt, ist es klar. Aber trotzdem, BMW, sehr gut mitgehalten. Aber der Ferrari, der ist jetzt noch auf dem 11. gelandet.
Was hat er denn gemacht? Das ist krass. Was war denn? Zwei Siege? Ja, Wagen ist, glaube ich, ganz nett. So für Straßenrennen. Vor allem auch Rennen, wo du viel, halt, gut, schnellen Wagen brauchst. Und schnell ist der auf alle Fälle. Oder auch zumindest auch schnell genug, um die Konkurrenz abzuhängen. Hat man gerade ziemlich eindrucksvoll gesehen. Gut, der F1 jetzt nicht, aber gut, das ist auch eine andere Liga. Von Auto. Ja. Deswegen auch sehr geiler Wagen, auch hier schön nachts. Man sieht zwar gerade nicht viel, aber scheiß drauf. Man muss ja auch mal im Dunkeln fahren. Muss man nicht, aber ich find's auch mal cool. Weil immer nur, was ich Mittag und heiter ist ja langweilig. Warum müssen wir was anderes machen? Und ich habe also die Nacht rein, war auch jetzt mal nicht so scheiße. Finde ich auch ziemlich geil. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir jetzt auch in der nächsten Folge wieder sind mit einem wahrscheinlich wieder sehr schnellen und sehr geilen Auto. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.